Herzlich willkommen, liebe Gemeinde, heute an diesem Sonntag live aus Gottes Schöpfung auf dem Obsthof der Familie Feind in Westerjork bin ich hier mit Matthias Franke und es ist Erntezeit. Von daher wollten wir gerne einen Ausflug in Gottes Schöpfung machen. Wir sind dabei, die Ernte einzufahren. Wir sehen, was Gott uns Gutes jedes Jahr mitgibt, was wir entdecken können in seiner Schöpfung. Dafür danken wir Gott. Wir wollen aber auch den Horizont weithalten. Wie gehen wir mit unseren Gaben um? Was tun wir? Wie sehen wir? Das wird uns in dieser Andacht beschäftigen, die wir feiern im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ja, liebe Gemeinde, so sieht eine richtig gute, schöne Ernte aus. Es sind Manika-Äpfel, die ich jetzt hier um mich herum habe. Ein tolles Bild und da möchte man am liebsten nicht nur reinbeißen, sondern sagen, so, jetzt helfe ich gleich selber mit, diese Ernte einzubringen. Letzte Woche war ich mit meinen Konfirmanden in Westerladegruppe vor einem Obsthof. Die haben dort gut eine Stunde mitgeholfen beim Pflücken. Das war ein tolles Gemeinschaftserlebnis. Aber das machen wir nur in unserer Freizeit und das macht Spaß. Wie hier bei Familie Feind ist das Lebenserwerb. Da geht es ums Geld. Das ist etwas sehr viel Ernsthafteres, als wenn wir das einfach in der Freizeit tun, um eine schöne Zeit miteinander zu verbringen. Wie ich hörte, werden wir in diesem Jahr wohl wieder eine gute, zufriedenstellende Ernte einfahren. Und das freut mich, dass nach diesem so außergewöhnlichen Corona-Jahr eine gewisse Festigkeit, Konstante sich ergibt, dass Gott seine Verheißung erfüllt, solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Nun, liebe Gemeinde, eine reiche Ernte wird in diesen Tagen eingefahren. Wie sollen wir mit so einer reichen Ernte umgehen? Eine Anregung dazu gibt uns unser Predigttext für den heutigen Sonntag. Im zweiten Brief des Apostels Paulus schreibt er an die Gemeinde in Korinth: Denkt daran, wer kärglich sät, der wird kärglich ernten. Wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Jeder gebe, wie er es sich in seinem Herzen vorgenommen hat, nicht verdrossen und nicht unter Zwang. Denn Gott hat einen fröhlichen Geber lieb.
Diese Worte stammen aus einem Brief, das kann man sagen, ist eine Art Bettelbrief, ein Werbebrief. Der Apostel Paulus bittet die Gemeinde in Korinth, Gelder zu sammeln für die notleidende Gemeinde in Jerusalem. Christliche Gemeinde ist eine solidarische Gemeinde, die sagt, die starken Schultern können mehr tragen als die schwachen. Starke sind dazu da, die Ärmeren zu unterstützen. Und Paulus erinnert an Grundlegendes. Gott gibt uns so viel, dass wir leben, dass wir gut leben können. Und wer teilt, der wird nicht ärmer, sondern reicher. Geteilte Freude ist doppelte Freude. Gott gibt uns Menschen so viel, für uns ist gesorgt, sodass wir für den Nächsten sorgen können. Wer kärglich sät, wird kärglich ernten. Wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Dieses biblische Motto ziert manches Fachwerkhaus hier im alten Land. Und auch wir, ich schätze, die meisten von uns sind nicht Landwirte, können dieses Motto auch auf ihr Leben anwenden. Nämlich, wie gehe ich mit den mir von Gott geschenkten Talenten und Begabungen um? Wo investiere ich meine Lebensenergie, meine Lebenskraft? Unsere Lebenskraft und Gottes Segen, das gehört zusammen, damit eine Sache gelingt. Und über diesen Zusammenhang gibt es einen netten kleinen Witz. Ein etwas ärmlicher Mann betet jeden Abend, lieber Gott, bitte mach, lass mich im Lotto gewinnen. Und am nächsten Tag betet er wieder, lass mich bitte im Lotto gewinnen. Und am übernächsten Tag und nach einem Jahr sagt Gott, lieber Mann, tu mir einen Gefallen, kauf dir zumindest ein Lotterielos, damit ich dir helfen kann. Dieser kleine Witz erinnert uns daran, Gott ermutigt uns, am Spiel des Lebens teilzunehmen, unsere Gaben, unsere Stärken zu entdecken, auszubauen und sie für andere zum Segen werden zu lassen. Wer kärglich sät, wird kärglich ernten. Wer reichlich sät, der wird reichlich ernten. Liebe Gemeinde, wie können wir das jetzt auf unsere konkrete Situation verstehen? Seit Wochen normalisiert sich das Leben in unserem Land. Viele Beschränkungen fallen nach und nach ab und wir erleben uns jetzt vor der Herausforderung, was ist wichtig in unserem Leben? Wie wollen wir unseren Alltag fortsetzen? Wollen wir weitermachen, wie wir es bis Corona gemacht haben? Wollen wir Neues machen? Wollen wir es sein lassen? Ich habe sehr verschiedene Reaktionen in den letzten Wochen aus unserer Gemeinde gehört. Da sagte mir eine jüngere Mitarbeiterin, also ich weiß gar nicht, wie ich meinen Alltag mit Schule und Hobbys vor Corona auf die Reihe gekriegt habe. Sie sagt mir, ich fühle mich, ehrlich gesagt, überfordert. Dann kenne ich Erwachsene, die sagen, ach wissen Sie, Henke, eigentlich war mein Leben in der Corona-Zeit ohne die vielfältigen Verpflichtungen, ohne das Engagement im Kirchenchor, im Orchester, beim Sportverein, daran hat man sich gut gewöhnt. Im Grunde merke ich, ich brauche das gar nicht zum Leben. Ich brauche das gar nicht, um glücklich zu sein. Es gibt ja anderes, wo ich mich nicht festlegen muss. Viele verschiedene Reaktionen gibt es. Es ist nun an der Zeit zu gewichten, liebe Gemeinde. Was ist uns wesentlich im Leben? Wo wollen wir unsere Lebenszeit, unsere Energie investieren? Wo wollen wir sehen? Wo wollen wir ernten? Meine Empfehlung ist es, diejenigen, die mit Herzblut Gruppen geleitet haben, mit Herzblut an Veranstaltungen teilgenommen haben und die merken, ihnen fehlt etwas, die sollen das weiter fortsetzen, sollen ihre Leute wieder zusammenrufen und wieder gemeinsam gute, sinnvolle Dinge tun. Wer aber selber merkt, im Grunde brauche ich das gar nicht, ich brauche keine Gruppenkreise, der sollte das vielleicht lassen und sich etwas Neues suchen. Liebe Gemeinde, es ist ein Umbruch. Altes mag wegfallen, Neues wird vielleicht noch gesucht. Aber das soll uns jetzt nicht ängstigen. Wer kärglich sät, wird kärglich ernten. Wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Wer mit Lust, wer mit Ideen, wer mit Herzblut sich ein neues Projekt sucht, der kann erfüllt werden. Der kann eine gute Ernte einfahren für sich und für andere. Der hat die Freiheit, sich wieder jetzt voll dem sozialen Leben zu widmen. In dem Sinne wünsche ich Ihnen, liebe Gemeinde, nehmen Sie sich Zeit,
in dieser wunderbaren Herbstzeit zu überlegen, was soll ihre Saat sein. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen, dass Sie eine gute Ernte für sich und für andere einfahren werden. Amen. Alles, was wir auf dem Herzen haben, bringen wir am Vater unser vor Gott und sprechen: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Ihnen, euch allen, wünsche ich noch eine gute, gesegnete Erntezeit für die Ernte auf dem Felde und die Ernte in Ihrem Leben. Auf ein Wiedersehen.